Autounfälle passieren. In diesem Fall benötigst du nur einen Kontakt. Akram Hassan mit seiner besonderen Superheldenstärke. Der hält gut mit. So Leute, mein Name ist Kamal Afse. Heute ging ein Mercedes GT in einem Porsche Carrera GTS von meinem lieben Sponsor Akram Hassan. Alles klar, gegen ein Mercedes GT, Leistungs ungefähr gleich, mal sehen. So, gehen wir noch mal rein ins Drag Race. Was ist hier genau passiert? Hier sieht man, dass der GT ein bisschen eher startet als der Porsche. Doch der Porsche bleibt dran, kommt langsam aber sicher zurück. Doch am Ende reicht es nicht und der GT entscheidet das Duell für sich. So, wir gehen hier auch nochmal rein und schon wieder startet der GT ein bisschen eher als der Porsche, doch diesmal kommt der Porsche viel schneller zurück und entscheidet das Duell dann doch für sich. Am Ende sind es ungefähr ja, eine Fahrzeuglänge. Das ist... Weil dieser Wagen ist so ein Genuss, ein Genuss, ein Genuss, ein Genuss. Das ist Tobe S noch nicht gefahren, aber was der hier abliefert, trotz No-Heck-Antrieb, ist unfassbar, ey. Unfassbar. Gehen wir auch hier noch mal wieder rein. Was ist hier genau passiert beim Rally 50? Hier kommt der Porsche wieder zurück. Jetzt beide aufs Gas. GT ticken vor, allerdings verzeiht ihm das Porsche nicht und kommt nach und nach wieder zurück. Aber unfassbar, wie der GT da mitgehalten hat. Alter! Er hält richtig gut mit. Aber dieser Song, boah, brutal, ey. Brutal einfach. Boah, der GTS hält echt gut mit, muss ich sagen, ey. Also ist jetzt nicht so, dass wir da so brutal weg von kommen. Also das ist absolut nicht so. Das ist schon gar nicht so schlecht. So, zweimal Rally 50. Was ist hier genau passiert? Beide starten los. Der geht den Ticken vorher aufs Gas. Hier ist es auch immer schwierig, da den passenden Moment zu finden. Und da hat der Porsche allerdings keine Chance mehr. Und das Rennen geht an den GT. Früh gestartet.
gestartet. Egal. Beide gut, ey. Beide wieder richtig gut, muss ich sagen. Ohne Witz. Boah. Ticken vielleicht, aber das lag daran, weil ich jetzt Automatik gemacht habe und dann, du musst halt den passenden Moment erwischen, dass er dann auch passend runterschaltet, weißt du? Wäre ich manuell, hätte ich selber, wäre ich ja im Gang gewesen. Aber ich glaube, da nimmt sich nicht viel. So Leute, das war das Duell. Porsche Carrera GTS gegen den Mercedes GT. Ich bin echt erstaunt, wie der gehalten hat, muss ich sagen. Gerade war das jetzt, ja, so eine hundertste Sekunde, wer er aufs Gas geht, wie er das Auto schaltet. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass das wirklich ein sehr, sehr spannendes Duell war und wirklich sehr, sehr knapp. So, von meiner Seite aus war es das. Mein Name ist Kamal Afse und bis bald.